Vorbereitet fühle ich mich sehr gut, weil wir sehr, sehr viel dafür gearbeitet haben. Und es ist ein Traumstück. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, mit meinen Schauspielern zu proben, mit meiner wunderbaren Technik. Aber natürlich, wenn so ein Premierenabend dann da ist, ist man sehr aufgeregt, muss ich sagen. Und man weiß auch nie, ja, was passieren wird. Und gestern die Generalprobe, da waren noch einige Haken drin, wie es auch sein muss. Also müsste die Premiere heute großartig werden. Ja, ich erwarte zunächst mal eine tolle Premiere einer eigenen Produktion hier des Theaters. Und ich erwarte, dass heute eine Menge Geld zusammenkommt für den guten Zweck. Es geht um Bildungsgerechtigkeit für die Kinder hier in Minden. Na, und drittens erwarte ich eine tolle Party im Anschluss. Ja, ich traue den Veranstaltern dieser Charity-Gala ganz viel zu, nämlich dass sie viel für die Kinder in schwierigen sozialen Situationen tun, aber auch dem Publikum heute eine ganze Menge geboten wird. Das ist schon ein kulturelles Hochereignis für den Mühlenkreis, diese Charity-Gala und die Premiere, die wir heute erleben. Ja, wie kann man diesen Kindern ein Stück vom Himmel näher bringen? Wie kann man helfen, wenn der Schlüssel heißt Bildung? Es geht darum, dass wir Kindern im Grundschulalter, die bildungsbenachteiligt sind, dass wir diese Lücke füllen mit unserem Projekt und diese Kinder begleiten während ihrer kompletten Grundschulzeit. Und die Idee, die ja auch hinter dem Stück steht, dass da Leute zu wenig Geld haben, um sozusagen am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, das ist ja im Grunde genommen auch das Problem der Kinder, die keinen vernünftigen Bildungsabschluss haben, denn ohne Bildung keine Perspektive. Also das Stück ganz grob, es sind 6 arbeitslose Männer in Sheffield, die schon lange Zeit wirklich ganz, ganz unten sind und keinen Unterhalt bezahlen können, teilweise das Bier nicht mehr bezahlen können, nicht wissen, wie es weitergeht, keine Perspektive haben. Und da sind die Chippendales in der Stadt und da kommen sie auf die Idee, das können wir doch auch. Ich wette mit dir, ich bräuchte keine 2-3 Wochen, sondern mal hinzulegen. Der einzige Unterschied wäre, bei mir würden die Mädels nicht nur kreischen, bei mir werden die richtig nass. Bis der Arzt kommt! Ja, und zum Finale würde ich dann meinen dicken Berry aus der Hose holen. Wer kann sich denn am meisten mit seiner Rolle identifizieren oder wer sagt genau das Gegenteil? Ich bin überhaupt nicht wie meine Rolle. Ich bin nicht wie meine Rolle. Echt? Nein. Nein, ich bin nicht wie meine Rolle. Ich habe Seiten davon, die ich herausholen kann, wenn ich möchte, aber ich bin so nicht. Ich meine, bin ich doch nicht. Oder doch? Das frag mich mal, Gregor. Das frag mich mal. Mann, Berry, überleg. Stell dir mal vor, schon sagen wir 300 Leute. Wenn jeder von denen nur 20 Pfund Eintritt zahlt, dann ist das viel. Es war schon aufgeregt. Es gibt halt wahnsinnig viele Hotspots, dass man beachten muss da und dass man zusammenspielt und ich glaube, also ich zumindest war scheiße aufgeregt. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber ich war ziemlich aufgeregt. Ich finde es gut, dass man sich nicht sieht, sondern dass man einfach so nach vorne spielt und sich nicht selber beobachtet. Das finde ich ganz gut. Das macht ja auch so das auf, dass man sich freier fühlt. Wenn ich mich selber sehen würde und weiß, wie es aussieht, dann wäre ich ja gehemmt. Also lieber nicht. Die Mädels sind nass bis zum Anschlag. Was ist denn für ein Anschlag? Hallo, ich bin der Gavin. Hallo, ich bin der Craig. Das kostet schon Überwindung. Also das ist nicht einfach. Und das ist auch, also jeden Abend wieder so ein kleines... Okay, da muss ich jetzt durch. Also, weil wir sind ja nicht professionelle Stripper, sondern wir sind Schauspieler und das ist was ganz anderes. Und ist aber auch irgendwie, wenn man es dann geschafft hat, ein tolles Gefühl.